Ich freue mich, hier auf dem Hof Böschen heute sein zu dürfen. Wir haben vor knapp einem Jahr ein Projekt hier umgesetzt und die herkömmliche Beleuchtung auf LED-Beleuchtung umgestellt. Janik Böschen ist auf uns zugekommen und wir haben dieses Projekt gemeinsam besprochen. Wir sind dann in die Planung eingestiegen, haben die wichtigen Punkte wie den hellen Futtertisch und Ähnliches einfach berücksichtigt, sind dann in die Projektierung gestiegen, haben die Installation übernommen. Und wichtig war, dass bei dem gesamten Projekt immer alle Beteiligten auf dem gleichen Stand waren und alles gut funktioniert hat. Und ich freue mich, heute ein paar Bilder zeigen zu dürfen und ich freue mich, dass Janik selber ein paar Worte zu dem Projekt sagt. Mein Name ist Janik Böschen. Ich wünsche euch auch herzlich willkommen bei uns hier auf dem Betrieb. Wir haben einen Milchbetrieb mit 850 Kühen in Grasberg in der Nähe von Bremen. Wir freuen uns, dass wir unsere schöne neue Beleuchtung, die wir von Alvienco bekommen haben, euch vorstellen können. Unser Hauptgrund damals war es, die Beleuchtung auf LED umzustellen, weil die alten Lampen mittlerweile schon 12 Jahre alt waren und die Lichtleistung sehr gering war. Wie man jetzt hier unschwer erkennen kann, ist der Stall super gut ausgeleuchtet. Wir können die Tiere super sehen, auch alle Zahlen, die wir auf den Kennzeichnungen erkennen müssen, zu jeder Jahreszeit gut erkennen. Wir freuen uns auch darüber, dass die gesamte Breite des Stalls nun voll ausgeleuchtet ist. Das war früher nicht so. Ein deutlicher Vorteil, den wir durch die Änderung der Beleuchtung diesen Winter merken konnten, ist, dass die Fruchtbarkeitszahlen sich deutlich verbessert haben durch die doch deutlich hellere Lichteinstrahlung auch in den dunklen Jahreszeiten. Was uns besonders gut gefallen hat an der Firma Alvienco, ist, dass Klaas das Projekt so super toll begleitet hat und uns immer mit Rat und Tat zur Seite stand. Es ging los mit der gemeinsamen Begehung der ganzen Gebäude, wo wir geklärt haben, welche Beleuchtung wir wie aufhängen wollen oder was für eine Helligkeit wir überhaupt brauchen. Das ist auch immer was man gut bedenken muss.